So, guten Morgen. Heute ist der 21. Juli 2016, Tag 2. Gestern ist es ein bisschen spät geworden. Es war so um 9:30 hier oben auf der Diensthütte am Hohen Bogen. Und so wie ich es mir gedacht habe, habe ich hier genächtigt. Ja, der Weg hier rauf ist eigentlich machbar. Ich habe 2 Stunden gebraucht vom Helienblut und habe mir allerdings noch Zeit gelassen, da es doch dann schon fortgeschrittene Stunde war. Und ja, ich habe da auf dieser Bank geschlafen, Isomatte ausgerollt, Schlafsack draufgepackt und gut war. Der Tag gestern, muss ich sagen, war von der Originaltourplanung her mit 15 Kilometern geplant. Ich bin dann noch diese 7 oder 8 hier raufgegangen, so dass ich insgesamt 23 habe. Ich habe keine Ahnung, wie das heute laufen wird. Die Strecke ging normalerweise bis Bad Kötzting. Mal sehen, dort sollte eine pilgerfreundliche Herberge sein. Ich werde wohl versuchen, dort heute unterzukommen bei dieser Frau. Und bin gespannt, werde dann mal sehen, wie die Geschichte aussieht, und werden wir heute einen gemütlichen Tag in Bad Kötzting machen. Jo. Ja, Sachen waschen, ordentlich essen, weil jetzt habe ich langsam Hunger. Es ist ja 7:15 und bis Grafenwiesen ist das wohl die nächste Ortschaft. Habe ich gut 1,5 Stunden zu gehen, und ja, dann schauen wir mal. Werde ich sehen, dass ich irgendwo eine Bäckerei auftreiben kann und mir ein bisschen was zu essen organisiere. Gestern Nacht sind hier noch Wanderer gekommen, haben ihre Autos geholt. Also die Geräuschkulisse hier draußen ist schon gigantisch. Ist schon toll. Ach, jetzt kommen die hier arbeiten. Zumindest eine davon. Ja, auf jeden Fall, ja, lassen wir uns überraschen, wie das heute weitergeht. In Bad Kötzting ist ein schönes Bad. Es waren gestern wunderbare Eindrücke, wie die Bilder wahrscheinlich auch rüberbringen. Und ja, das soll es erstmal gewesen sein. Dafür bin ich von Neukirchen am Heiligen Blut weitergelaufen auf den Hohen Bogen rauf. Das sollten so gute 6, 7, knapp 7 Kilometer nochmal sein. War auf 2 Stunden zu machen. Zwischendurch ist mir mal mein GPS ausgefallen. Da wusste ich nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. War der ab und zu doch ein bisschen, ja, spärlich ausgeschrieben ist und mit verschiedensten Zeichen, wie man das gestern schon gut sehen konnte. Und ja, der Belag vom Weg hat ständig gewechselt, wie man das gut auf den Bildern sehen konnte. Es ging streckenweise durch den Wald, teilweise auf Asphalt, ohne Schatten, über Land. Also von daher war einiges, ja, geboten. Es ist unwahrscheinlich, wie viele Geräusche das hier in dem Wald gibt. Es waren zwar keine Tiere in der Nähe, aber es war alles Mögliche. Irgendwelche Wanderer haben ihre Autos geholt. Sind alle möglichen Insekten da rumgeflogen, und ich weiß nicht, wie viel ich geschlafen habe, aber ich habe zumindest geruht, und das ist schon mal viel wert. Jetzt bin ich auf dem Weg nach unten in Richtung Bad Kötzting, und ja, werde heute sehen, dass ich mir dort ein Quartier besorge,